Das Wochenende steht vor der Tür. Das heißt, wir haben Freitag, den 15. März 2019, der auch gleichzeitig ein Fischtag ist. Heute gibt es ein Kalterfisch. So wurden Apfel und Zwiebel geschält und mit einer Gewürzgurke gewürfelt. Jetzt wurde ein Becher Creme fraiche, etwas Magerquark und Sahne sehr glatt gerührt und mit Salz, weißem Pfeffer und getrocknetem Dill gewürzt. Dann wurden die Gewürzgurken, Zwiebel und Apfelwürfel untergemengt. Die Hälfte davon wurde abgenommen und die klein gewürfelte rote Beete mit etwas Saft und etwas Knoblauchpaste eingerührt. Zuvor hatte ich den Matjes-Hering gewassert, damit er nicht zu salzig ist, und in beide Soßen eingelegt. Danach im Kühlschrank ziehen lassen. In dieser Zeit wurden Kartoffeln aufgestellt, in Salzwasser ein paar Lorbeerblätter, Nelkennadel und Salz zugegeben und gegart. Danach wurde das Kochwasser abgeschüttet. So wurde am Ende mein absolutes Lieblingsfischgericht, der Sahnehering zweierlei mit Dill, rote Beeten und Pellkartoffeln serviert.